So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zu den täglich neuen Handelsideen hier gemeinsam mit Tickmill. Es ist Montag, es ist der 12. August 2019 und für diejenigen, welchen die jetzt das erste Mal seit nunmehr einer Woche reinschalten, die sind jetzt vielleicht ein bisschen überrascht, meine Wenigkeit zu sehen und nicht Mike Seidel. Mike ist im Urlaub, ich bin seine Urlaubsvertretung und ja, infolge der diversen Vorträge, die wir in der Vergangenheit schon gemacht haben, Tickmill gemeinsam mit mir, zum Beispiel unser Trading Bootcamp am Anfang des Jahres, hatte man gefragt, ob ich nicht Lust hätte, hier dieses Format zu übernehmen. Und da habe ich natürlich sofort eingeschlagen, weil ich eben auch da tatsächlich, einen Moment, muss mal kurz hier gucken, klick. So, weil ich nämlich ja auch das tägliche Morning Meeting halte, immer einen Einblick in die Märkte gebe, meine Einschätzung hier tatsächlich gebe. Und ja, infolgedessen, das ist eine kurze Einleitung dazu, wollen wir uns wie gewohnt dann den Blick jetzt auch schon in den letzten Tage einen Blick auf die Märkte gönnen. Es gibt einige in meinen Augen höchst interessante und vielleicht auch sogar gemeinhin gefährliche Entwicklung. Gefährlich im Sinne von, dass dort vielleicht eine nächste relativ scharfe Abwärtsbewegung bevorstehen könnte und dass die Performance, die die Equity-Märkte, der Aktienmarkt aktuell hier präsentiert, dass die doch ein bisschen überraschend anmutet und dass der nächste Push tiefer bevorstehen könnte. Da gibt es einige Indikationen, die wie gesagt ein bisschen bedrohlicher Natur für die Bullen sind. Da werfen wir gleich einen Blick drauf, bevor wir allerdings starten natürlich. Wie gewohnt der Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Tickmill bietet keine Finanzberatung an und auch die folgenden Inhalte stellen keine Aufforderung zum Handeln dar, sind keinerlei Anlageempfehlungen oder sonst dergleichen. Das waren jetzt die ersten zwei Sätze des Risikohinweises. Den kompletten Risikohinweis findet man auf der Webseite von Tickmill. Und ja, damit wollen wir es dann an der Stelle mit dem Risikohinweis auch bewenden lassen. Jetzt hier der Wirtschaftsankalender für den heutigen Tag ist tatsächlich nicht irgendwie eine falsche Einstellung oder ein übermäßig aggressiver Filter, den ich hier angewendet habe oder sonst dergleichen. Man kann sich den individuell darstellen. Auf der Webseite von Tickmill tatsächlich ist der heutige Wirtschaftsankalender heute extrem dünn. Wir haben keine wirklichen spannenden Veröffentlichungen, die dort stattfinden. Morgen sieht es ein bisschen anders aus. Da gibt es dann zum Beispiel aus Deutschland den ZDW, der auch immer gut für ab und an ein bisschen wohler ist. Das sage ich jetzt ganz bewusst, so ein bisschen verhalten. Das hat nämlich damit zu tun, dass natürlich mit Ausblick auf die EZB-Leitzinsentscheidung dort am 12. September ist es natürlich jetzt schon bereits auch so ein bisschen die spektakuläre Volatilität, die man erwarten könnte durch einen Datensatz, der da veröffentlicht wird, ein bisschen hinten ansteht. Im Großen und Ganzen hat man über die jüngere Vergangenheit gesehen, dass die Wirtschaftsindikationen besonders aus Deutschland ein bisschen ins nicht wanken geraten sind, aber so ein bisschen wenig spektakulär sich dargestellt haben. Und infolgedessen ist es eben so, dass jetzt eine schwächer als erwartete Veröffentlichung dann morgen zum Beispiel keine so große Überraschung wäre. Und auch infolge der Erwartungshaltung des Marktes, die bereits beginnt zu etablieren, nämlich dass die EZB sich expansiv präsentieren wird auf dieser Sitzung am 12.09. Und dann in die gleiche Kerbe schlägt wie auch alle anderen Notenbanken rund um den Globus. Letzte Woche hatten wir diese überraschende 50 Basispunkt Zinssenkung seitens der Reserve Bank of New Zealand, die nicht nur den Neuseeland-Dollar unter Druck gebracht hat, sondern eben auch den Australdollar. Das Überraschende an der neuseeländischen Notenbank oder an deren Haltung hier ist natürlich die Tatsache, dass die neuseeländische Wirtschaft sich alles in allem in Summe recht solide darstellt. Im Vergleich zu beispielsweise der australischen Notenbank, der Grund dafür, dass da sowieso in Ozeanien jetzt auch ein expansiverer geldpolitischer Kurs angeschlagen wird, vielleicht auch seitens der neuseeländischen Notenbank, sind natürlich die Verflechtungen, die man hier mit China hat. Infolge des Handelskonfliktes erwartet man eben auch negative Auswirkungen auf die eigene Wirtschaft. Das Besondere an Neuseeland ist, dass wir hier besonders den Soft-Commodity-Bereich haben, also Milchpulver und dergleichen, wo da eben die wirtschaftlichen Verflechtungen sich darstellen. Mit Australien sieht das da ein bisschen anders aus. Australien und China pflegen ebenfalls sehr intensive Handelsbeziehungen, logischerweise aus geografischen Gründen. Da sind es allerdings Hard Commodities, also Eisenerz und so weiter. Und dort sieht man eben jetzt schon bereits sehr signifikante Auswirkungen auch auf die australische Wirtschaft. Daher infolgedessen haben wir schon bereits zwei Zinssenkungen im Mai, im Juni gesehen seitens der RBA. Weitere dürften folgen. Warum erwähne ich das? Es ist ein expansiver Zyklus, der dort eingeschlagen wird, der wie gesagt sich dann auch
nicht nur seitens der Fed widerspiegeln wird, sondern eben auch seitens der EZB. Nur, dass das Zinsniveau hier bei Null liegt, wobei natürlich Erwähnung finden sollte, das wird die EZB nicht daran hindern, den Zins ins negative Territorium zu bewegen. Wir haben gesehen in den letzten Wochen, dass zum Beispiel deutsche Bundespapiere über alle Laufzeiten hinweg, also bis 30 Jahre, in negatives Territorium vorgedrungen sind. Und gleiches gilt beispielsweise eben auch mittlerweile für hier niederländische Bonds. Also das ist, Verzeihung übrigens, das ist nicht der richtige. Ich habe hier einen anderen Grund. Ich wollte da nicht drauf eingehen. Wir scrollen gleich runter. Das ist jetzt mein Twitter-Account. Und hier kann man sehen, heute früh ein Tweet von Holger Czepitz. Das ist ein Journalist von der Welt. Und der schreibt eben, die Bond Craze continues, now the entire Dutch yield curve trading negative. Also das heißt, das ist nicht nur in Deutschland so, sondern eben auch hier der niederländische Bondmarkt, der jetzt über alle Laufzeiten hinweg negatives Territorium betreten hat. Anders formuliert, also wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen wäre, dann würde das ein bisschen anders aussehen an den Bondmärkten. Das heißt also, hier wird bereits relativ aggressiv auch eine sich konjunkturell eintrübende Situation gespielt, und infolgedessen ist eine expansive Haltung seitens der EZB definitiv denkbar. Wenn man sich infolgedessen auch die potenziellen Turbulenzen Banken oder im Bankensektor anschaut, dann muss man auch sagen, das ist eigentlich überraschend, dass sich infolgedessen Equities so stabil präsentieren können, also besonders europäische. Und auch aktuell, man muss sagen, die 1,12, die im Euro-US-Dollar gehalten werden, da können wir mal kurz gleich mal einen Blick drauf werfen, hier auf den Chart. Also hier ist erstmal diese Rallye, die wir im Bund-Future sehen. Wenn wir uns jetzt den Euro-US-Dollar betrachten, muss man auch sagen, dass dieses sehr stabile Trading um das 1,12er-Level, was wir dort zu sehen bekommen derzeit, überraschend anmutet und nicht unbedingt langfristig gerechtfertigt ist. Wobei natürlich mit Ausblick auf den sich expansiv geldpolitischen Kurs, den die Fed dort einschlagen wird, oder erwartet wird, dass sie ihn einschlägt, natürlich infolgedessen auch die US-Dollar-Schwäche hierfür ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt ist eben, der genannt werden muss. Also ob Euro-US-Dollar dort so eine attraktiver Short-Kandidat eben tatsächlich ist, das darf so ein bisschen bezweifelt werden, ehrlich gesagt, weil dieses Race to the Bottom, was dort stattfindet, da haben wir einfach auch in Bezug auf eben den US-Dollar und die Fed, haben wir einfach ein größeres Maß, einen größeren Spielraum, eben geldpolitisch aktiv zu werden. Da gibt es auch noch andere Entwicklungen, die bedrohlich anmuten. Jetzt ist nur folgendes Problem. Ich will da ganz offen und ehrlich sein. Ich habe diese Thematisierung oder diese fundamentale Entwicklung schon letzte Woche beobachtet, beziehungsweise habe dazu einen Artikel gelesen. Ich will aber ganz ehrlich gestehen, komplett sowohl die Tragweite als auch die Tiefe dessen habe ich noch nicht wirklich durchblickt. Aber ich kann es kurz zusammenfassen, was das, was dort kommuniziert ist. Und zwar gibt es dort Hinweise, dass sich ein Liquiditätsengpass in den USA abzeichnet, am Kreditmarkt ganz besonders oder auch im Anleihemarkt. Und da gibt es mehrere Indikationen, die darauf hindeuten. Wie gesagt, diese fundamentalen Kenngrößen, die dort ins Feld geführt worden sind, die muss ich erst in der Tiefe noch ein bisschen wirken lassen, sacken lassen, und musste auch diese Zusammenhänge herstellen. Nichtsdestotrotz, grob gesprochen, auch wenn es eventuell das gesamte Thema nicht vernünftig abdeckt, umfangreich abdeckt oder hinreichend abdeckt, ist es dennoch so, dass es erwähnenswert ist, weil es nämlich auch auf die weitere Geldpolitik der Fed einen Hinweis gibt. Und zwar ist dieser Liquiditätsengpass, der sich dort abzeichnet, eventuell sogar so dramatisch, dass die Fed sich gezwungen sieht, hier ein neues QE-Programm auf den Weg zu bringen. Und zwar schon zeitnah. Es könnte sogar sein, dass wir das innerhalb der nächsten Monate zu sehen bekommen. Also dass nicht nur seitens der EZB erwartet wird, den Leitzins ins negative Territorium zu bewegen und dann von 0 auf minus 10 Basispunkte zu gehen, sondern als ergänzend dazu eben die EZB auch erwartet wird, ihr QE zu relaunchen, also wieder aufzulegen. Und das Gleiche könnte tatsächlich uns seitens der Fed ins Haus stehen. Es ist wohl so, dass dieser Liquiditätsengpass sich in der Form das letzte Mal, oder die Indikationen, die das notwendig machen, dass das wohl das letzte Mal kurz vor dann dem richtigen Anlaufen der Finanzkrise, der Euro-Finanzkrise oder Euro-Schuldenkrise war. Das war so 2011, 2012. Das war damals das Fenster, in welches dann hier sowohl QE2 aufgelegt wurde, als auch Operation Twist. Das war dieses
Ja, wie soll man das sonst zusammenfassen? Also das Manipulieren am langen Ende der Zinsstrukturkurve, wo es eben dann diesen Shift gab, wo dann verstärkt Bonds aus der einen Laufzeit gegen Bonds der anderen Laufzeit gekauft worden sind, um es mal ein bisschen einfacher zu formulieren. Und genau diese Konstellation, die zeichnet sich jetzt eben erneut ab am Bondmarkt. Und es könnte sein, dass das bevorsteht und dass da zeitnah, und das ist der Grund, warum ich das erwähne, der hat natürlich Auswirkungen auf den Devisenmarkt, ganz besonders auf den US-Dollar. Zum einen, nämlich es kann durchaus sein, dass infolgedessen hier der US-Dollar vor einer scharfen Abwertung steht. Zeitnah scharfe Abwertungswelle tatsächlich steht und infolgedessen der Euro ganz besonders, wenn die Turbulenzen im Bezug auf den Handelskonflikt hoch bleiben, dass der Euro durch eben die Tatsache als Finanzierungsvehikel genutzt geworden zu sein, oh Mann, jetzt muss ich kurz gucken, wie ich den Satz richtig bilde, dass der Euro als Finanzierungsvehikel für Carry Trades genutzt wurde. Das sollte schon ausreichen. Dass das eben dazu führt, dass eben eine Rückabwicklung dieser Carry Trades dazu führt, dass der Euro stark bleibt, während eben diese Aussicht auf ein geldpolitisch sehr expansiv auftretende Fed, sprich einerseits Zinssenkung und auch eine Möglichkeit eines Wiederauflegen eines QE-Programms, was natürlich ganz im Sinne übrigens von Donald Trump wäre, also ausgehend von seiner Rhetorik jedenfalls, dass das dafür zu führen könnte, dass eben hier der Euro zum US-Dollar eben sich stabil weiterhin präsentieren könnte, dass er nicht der beste Kandidat ist für ein Antizipieren einer solchen Geldpolitik seitens der Fed und dass es eben nicht sinnvoll anmutet, ehrlich gesprochen, den Euro-US-Dollar hier aggressiv short zu traden. Aber was attraktiv sein könnte, wären in dem Fall zum Beispiel Euro-japanische Yen-Shorts oder Dollar-japanischer Yen-Short. Das ist nämlich auch etwas, was, wie gesagt, sehr, sehr interessant anmutet. Und da kommen wir dann gleich zum nächsten Gedanken. Also zum einen ist es so, dass diese geldpolitisch expansive Spekulation sich eventuell hier bereits abzeichnet. Wir sehen nämlich, dass wir uns in Richtung dort der 105 orientieren, so langsam aber sicher, also dem übergeordneten Ziel, welches ich auch schon seit geraumer Zeit auf dem Schirm hatte, nachdem wir auch uns zunächst haben noch über 106 halten können, über 186 war es in dem Fall. Aber nachdem wir darunter gerutscht waren, ist dann eben dieses Kursziel aktiviert worden, was ich auch für die zweite Hälfte auf dem Schirm habe. Als erstes Ziel übrigens. Also es ist tatsächlich so, ich kann mir vorstellen, dass dort auch ein Lauf bis 100 denkbar wird. Wobei es dann richtig spannend zu sehen wird, was die Bank of Japan machen wird. Denn es hat sich in der Vergangenheit relativ häufig gezeigt, dass die Bank of Japan Dollar japanischen Yen nicht unter 100 rutschen hat lassen wollen. Also dass gegen dieses Level auch aggressive Interventionen stattgefunden haben. Was erwähnenswert ist in dem Zusammenhang, selbstverständlich, wenn wir nämlich hier mal blicken auf eine Grafik. Das ist eine Grafik aus meinem ersten Buch damals, deswegen geht die auch nur bis Juli 2014, kann man hier sehen. Aber ich finde diese Korrelation einfach super interessant, weil sie eben auch für den Devisenmarkt und für dieses Währungspaar, dieses hochliquide Dollar-japanischer Yen, äußerst signifikant und aussagekräftig ist. Es ist so, dass ich hier Folgendes gemacht habe, und zwar, ich habe die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen, also Zinsen zehnjähriger US-Bonds, überlagert in Orange mit der graufarbenen Linie. Das ist das Wechselkursverhältnis Dollar-japanischer Yen. Und was man hier erkennen kann, ist, dass beide offensichtlich stark positiv zueinander korreliert waren und es auch in der Tat noch weiterhin sind. Das bedeutet etwas anders formuliert, dass wenn die orangefarbene Linie steigt, sollte auch Dollar-Yen steigen und wenn sie fällt, sollte auch Dollar-Yen fallen. Und in Aussicht auf einen derart expansiv geldpolitischen Kurs seitens der Fed ist tatsächlich damit zu rechnen, dass eben diese orangefarbene Linie eher fällt, sich tatsächlich auch in Richtung Null aufmacht und infolgedessen dann auch das Wechselkursverhältnis des Dollar japanischer Yen eher short ist. Das heißt also, eher hier Short-Positionen favorisiert werden sollten, mittel- bis längerfristig eben tatsächlich. Was jetzt allerdings, und jetzt wird es richtig spannend, was jetzt allerdings äußerst interessant ist, ist, alles, was ich jetzt gesagt habe, ist nachvollziehbar, in sich stimmig mit Sicherheit. Da wird man, wenn man ein bisschen selber Research betreibt, zu dem Schluss kommen, ja, das ist in sich, das passt eigentlich alles. So, und was wäre folgerichtig? Natürlich die Positionierung, die man eingeht oder die man erwartet, dass sie eingegangen wird von den Großspekulanten. Zum einen Dollar japanischer Yen Short, aber beispielsweise eben auch T-Notes Long. Also das heißt, ich shorte dann den Zins auch, also US-Zins zehnjähriger Bonds beispielsweise. Und jetzt habe ich hier eine Grafik vorbereitet, die Folgendes aufzeigt, nämlich, dass das nicht der Fall ist. Also hier haben wir einmal den US-Dollar Index Future,
den ich natürlich infolge einer solchen Erwartung shorten würde. Das wäre infolgedessen dann, dass man hier die Large Speculators, die grünfarbene Linie, die sind prozyklisch unterwegs. Das ist der sogenannte Commitment of Traders Report. Das ist ganz kurz vielleicht zur Erklärung. Der wird einmal pro Woche veröffentlicht, geupdatet und dann veröffentlicht. Und zwar sammelt hier die CFTC, das ist eine US-Regulierungsbehörde, von großen Marktteilnehmern, die ein bestimmtes Marktvolumen bewegen, sammeln die Daten ein. Also das heißt, die gucken sich oder die erfordern hier Positionierungs Updates an von Hedgefonds oder von sogenannten CTAs, das sind Commodity Trading Advisors, und sammeln diese Daten und veröffentlichen die dann. Larry Williams, einer der größten Spekulanten, Trader, vielleicht sogar unserer Zeit aktuell, hat mal gesagt, dass das eine unfassbare Informationsquelle ist, die kostenlos für jeden Marktteilnehmer einsehbar zur Verfügung gestellt wird und dass man sich die auf jeden Fall anschauen sollte. Deswegen thematisieren wir die. Die Daten werden eingesammelt an jedem Dienstag und am Freitag einer jeden Woche veröffentlicht. Vorausgesetzt natürlich, es kommt nicht gerade zu einem Shutdown in den USA. Das heißt also, dass dort diese öffentlichen Einrichtungen dann oder die Herrschaften, die diesen öffentlichen Einrichtungen dort ihren Dienst tun, dass die eben zu Hause bleiben, weil sie nicht bezahlt werden. Ja, weil das eben, wie gesagt, hier ein Anlaufen einer Budget-Deadline zum Beispiel kommt und dass eben dann der Staat seine Rechnung nicht mehr bezahlen kann, der US-Staat. Das ist öfters passiert. Das letzte Mal übrigens, Zeitfenster dort im Dezember, Januar diesen Jahres, da wurde das nicht geupdatet. Aber sonst wird das, wie gesagt, immer in diesen Intervallen einmal pro Woche am Freitag veröffentlicht. Und was da jetzt interessant ist, ist, dass diese Large Speculators, die hier eingefangen werden, ja, also da kann man es hier sehen, Non-Commercials werden die auch bezeichnet, Entschuldigung, Consulting, Consisting of Managed Money and Other Reportables. Also das heißt Managed Funds oder Managed Money, CTAs, Hedgefonds und Gelder verwaltende Institutionen eben, die eine bestimmte Größe übertreten. Und das Interessante ist, dass diese Linie hier nicht fällt, sondern steigt. Das heißt also, die setzen darauf, dass der US-Dollar eher zulegt. Was man jetzt noch argumentieren könnte, das kriegt man noch hin, denn dann sagt man einfach, naja, die setzen im Grunde genommen darauf, dass der US-Dollar trotz der Bestrebungen der Fed eben hier geldpolitisch expansiv aufzutreten, dass das zwar einerseits nachvollziehbar ist, aber dass eben die gegen den US-Dollar gerechneten Währungen, Euro, Yen, Pfund Sterling, was haben wir noch, Australdollar und so weiter, dass eben hier diese Notenbanken noch wesentlich aggressiver, expansiver auftreten. Infolgedessen die Währungen gegen den US-Dollar noch aggressiver abwerten, dass der US-Dollar also zwar schwach ist, aber in Relation zu anderen Währungen stark bleibt. So, das kriege ich noch argumentiert. Aber was überhaupt nicht passt, ist das hier. Nämlich, wenn wir uns den Zinsmarkt betrachten, da ist die Argumentation bzw. die Darstellung genau die gleiche. In grün werden die Large Speculators dargestellt. Wir gucken uns jetzt hier allerdings nicht den US-Dollar an, sondern den ZN. Das ist der 10-Jahres-T-Note-Future. Das ist also das Pendant zu unserem deutschen Bund-Future beispielsweise. Und was wir hier sehen, ist, dass wir mit 390.000 Kontrakten netto short positioniert sind. Also eine Riesenposition, die jetzt noch nicht Sentiment-Extreme angenommen hat, wie wir die gesehen haben, kurz vor dem, ich nenne sie jetzt mal Ausbruch der Turbulenzen letztes Jahr im Oktober. Da hatten wir ein Sentiment-Extrem mit über 500.000 Kontrakten, die wir dort netto short waren. Aber wir sind auf einem guten Weg in diese Region zurück. Und das überrascht dann schon ein wenig, denn diese Positionierung, die wir hier erkennen können, die spiegelt nicht das wider, was ich gerade fundamental geschildert habe und was mittlerweile auch jeder sehen kann. Also wenn wir uns zum Beispiel mal das Fed Watch Tool angucken, das ist die Spekulierung oder die Spekulation seitens des Marktes auf das Zinsniveau jetzt auf den nächsten Zinssitzungen. Also wenn wir uns den September hierzu angucken, dann sehen wir eine Einpreisung einer Zinssenkung um 100%. Die Frage ist nur wieder nur, wie hoch wird sie sein? Aktuell wäre mit über 80% wird eine 25 Basispunkt Zinssenkung, also jetzt genauso eine, wie wir auch im Juli zu sehen bekommen haben, wird spekuliert. Aber es gibt eben auch welche, die den 50 Basispunkte Rate Cut sehen. Bis Dezember können wir erkennen, ausgehend vom aktuellen Zinsniveau mit 200 bis 225 Basispunkten, da sind wir aktuell schraffiert. Das wird mit 100% gespielt, dass wir mindestens noch eine Zinssenkung sehen. Spekulation, dass es eine Zinssenkung gibt um 25 Basispunkte, wie gesagt 100%, dass wir dann nochmal einen Zinsschritt sehen zusätzlich, also das heißt um 50 Basispunkte oder 225 Basispunkt-Zinssenkung zu sehen bekommen, wird interessanterweise derzeit gespielt mit einer Wahrscheinlichkeit ebenfalls von über 80%.
Hier sieht man, dass wir bei etwa 40% sind, wonach noch ein dritter Zinsschritt um 25 Basispunkte eben tatsächlich gespielt wird. Also man lasse diese Grafik vielleicht einfach mal ein bisschen auf sich wirken und dann wird das relativ zügig erkennbar, dass sich die Situation am Zinsmarkt halt sehr, sehr expansiv auf jeden Fall darstellt. Was mich jetzt allerdings dahingehend interessiert ist, wie kann es sein, dass solch eine Spekulation am Terminmarkt gespielt wird, also eine derart expansive Haltung, mindestens zwei Zinsschritte, eher mehr, also beziehungsweise, ne, Moment, also mindestens zwei, Tendenz geht auch in Richtung drei, wobei diese ein bisschen abgeebbt ist. Und sich das dann nicht hier im Commitment of Traders Report widerspiegelt, wo eigentlich infolgedessen man erwarten sollte, dass die Großspekulanten, die ja prozyklisch agieren, eigentlich sich dann entsprechend den T-Note Future Long positionieren, beziehungsweise Zinsen Short. Tatsächlich sehen wir derzeit eher eine Zunahme der Zins-Long-Spekulation und zeitgleich also folglich ein T-Note Future Short. Also das passt nicht zusammen. Also das eine widerspricht dem anderen. Normalerweise sind wir prozyklisch unterwegs. Ich habe jetzt, wie gesagt, Gedanken mir übers Wochenende gemacht und eine Idee wäre, dass es da vielleicht kurzzeitig eine Spekulation seitens dieser Großspekulanten gibt, die darauf spekulieren, dass eben dieser Liquiditätsengpass, der sich dort abzeichnet, den ich gerade thematisiert habe, der dann vielleicht längerfristig zur Wiederaufnahme des QE-Programms seitens der Fed führen könnte, also dass es ein QE4 gibt, um diesen Liquiditätsengpass zu überkommen, dass das vielleicht damit zusammenhängt, dass man erwartet, dass kurzfristig erstmal es durch den Liquiditätsengpass zu einer US-Dollar-Shortage kommt, die oder zu einer Verknappung des US-Dollar-Angebots kommt, die dazu führt, dass der US-Dollar schärfer anzieht und das auch infolge der oder das der Treiber für diese US-Dollar-Stärke dann ein anziehender Zins ist. Das wäre eine Möglichkeit, um diese absurde Positionierung hier zu thematisieren. Aber egal wie wir es oder egal wie wir uns Gedanken drüber machen, diese Positionierung im Zins, diese Grafik, die wir hier sehen können, die passt nicht zu dem, was der Markt derzeit spielt. Und da können wir ganz klar sehen, der Dollar-japanische Yen ist weiter wird abverkauft hier. Wir haben weiterhin Abschlagspotenzial, welches uns bis 105 führt. Das passt nicht zum Zins. Oder ich fasse es anders zusammen. Das ist ein, in meiner Welt jedenfalls, massives Warnsignal, dass das, was wir derzeit in Equities zu sehen bekommen, auf einem ganz, ganz, ganz fragilen Fundament fußt. Und dazu wollen wir uns dann jetzt mal von dem Makrokosmos in den Mikrokosmos für den heutigen Handelstag dann bewegen. Wenn wir uns den DAX hier betrachten, dann sehen wir, dass der einen durchwachsenen Wochenschluss hatte, aber sich dennoch, wenn wir auf die Stunde mal gehen, hat so ein bisschen erholen können. Nachdem wir am Freitag unter Druck geraten waren, sind wir ja kurzzeitig bis in die Gefilde um 11.680 Punkte ungefähr gerutscht, also sogar unter 11.700. Das war eine sehr interessante Entwicklung, weil, wenn wir nämlich besonders mal auf die 5-Minuten-Ebene gehen, da gab es kurz nachdem wir die Kasse eröffnet gesehen haben, also ungefähr eine Stunde nachdem wir uns hier verabschiedet hatten, in das Wochenende, beziehungsweise erstmal die Handelsideen beendet hatten, das Wochenende, das war noch ein paar Stunden hin, aber Fakt ist auf jeden Fall, es gab einen kurzen Spike. Keinerlei News, gar nichts. Es gab nur einen kurzen, massiven Spritzer auf der Oberseite, der mich sehr überrascht hat, weil, wie gesagt, es gab keinen fundamentalen Treiber dafür. Es gab keine News, es gab keine Annäherung jetzt zwischen den USA und China, gar nichts. Es war einfach nur potenzielles sogenanntes Stockfishing, was da vielleicht stattgefunden hat. Das sehe ich auch daran, erstmal an der Aggressivität der Bewegung und auch an der Tatsache, dass wir knapp über die Hochs gelaufen sind und dann von Überlaufen der Hochs wieder anschließend abverkauft wurden. Und dass dieser Price-Action generell habe ich erstmal geschlossen, dass vielleicht die Short-Seite zu favorisieren ist. Und das war sie auch, bis in den Abend hinein. Und dann kam es eben plötzlich zu einer Gegenbewegung. Und wir haben uns verhältnismäßig stabil eigentlich aus der Handelswoche verabschiedet. Was war der Grund dafür? Der Grund war, dass es plötzlich aus dem Weißen Haus ein Overruling einer Aussage von Donald Trump gab. Donald Trump, und da kommen wir mal kurz hier zu dieser Betrachtung. Ich mache diese mal zu, ja. Nee, ich lasse sie offen. Ich lasse sie vielleicht offen, das ist vielleicht ein bisschen besser. Weil wir vielleicht später nochmal kurz eine Zusammenfassung geben. Und zwar hier kann man das sehen. Donald Trump hatte gesagt in einem Statement: We are not doing business with Huawei. Also wir machen kein Business mehr mit Huawei. Das war nichts Neues. Also das hatten wir schon seit Wochen gespielt. Seit Monaten war das ein Thema, dass es dort eben Einschränkungen gibt. Aber es gab diese Annäherung, nämlich diese Lizenzen, die dann eben Huawei weiter zugespielt oder die
Huawei weiter gewährleistet oder gegeben werden sollten, um eben dann durch die globalen Verflechtungen, wir wissen ja, Huawei ist einer mittlerweile der größten Smartphone-Anbieter und hat als Betriebssystem Android. Da gab es ja dann infolgedessen die Überlegung, dass man eben hier im Handelskonflikt zwischen den USA und China Druck auf diesem Weg ausübt. China ist jetzt allerdings, beziehungsweise China ist einer der größten Anteilseigner an Huawei. Huawei selbst hat jetzt allerdings, und das war folgerichtig und das schon seit geraumer Zeit, vielleicht solch eine Entwicklung antizipiert und hat an einem eigenen Betriebssystem gearbeitet und hat dieses jetzt auch vor kurzem vorgestellt. Also das heißt, die sind auf dem Weg, hier auch autonom zu werden. Natürlich, da gibt es sicherlich dann immer so ein bisschen Schwierigkeiten, das auch ohne Schwierigkeiten zum Laufen zu bringen und dergleichen. Aber nichtsdestotrotz, dieses Drängen Huaweis in die Autonomie ist auf jeden Fall etwas, was natürlich dann auch dazu beiträgt, dass selbst eine solche Ankündigung von Trump nicht dazu führt, dass es zu stärkeren Turbulenzen am Finanzmarkt eben kommt, weil Huawei, wie gesagt, dort eben eine Unabhängigkeit dann erreicht, zeitnah, die eben dazu beiträgt, dass die Turbulenzen sich dann in Grenzen halten. Was aber spannend ist, das hat Trump zwar gesagt und es hat zu einem kurzen Push auf der Unterseite in Equities geführt, aber das Weiße Haus hat in den Abend hinein eben so ein Denial, oder beziehungsweise nicht, die haben es nicht wirklich revidiert, aber sie haben es zumindest geklärt, was damit eigentlich gemeint war. Nämlich, er hat nur hier sich auf diesen Ban, auf diese Verbannung eben des Federal Departments from Buying Huawei bezogen. Also anders formuliert, er bezog sich nur darauf, dass eben dort zum Beispiel Mitarbeiter des Weißen Hauses und dergleichen zum Beispiel keine Huawei-Smartphones besitzen dürfen. Ja, die dürfen nur dann Produkte zum Beispiel von Apple. Dürfen die Apple kaufen? Ich glaube ja. Ich glaube, sind sogar gezwungen, primär US-Produkte eben dort zu kaufen. Und es ist allerdings nicht so, dass das den Bezug für diese speziellen Lizenzen betreffen würde. Und genau das hat dazu geführt, dass der Aktienmarkt sich in den Wochenschluss, also US-Equities und dann auch der Überschwappen auf den DAX, relativ stark präsentiert hat. Was das aber auch zeigt, ist, dass Donald Trump da offensichtlich in seiner Rhetorik mittlerweile häufiger wieder über die Stränge schlägt. Es gibt auch dieses Gerücht, dass Trump dort mittlerweile wohl in einem Alleingang agiert. Also es bezieht sich ganz besonders auf diese 10% zusätzlicher Importzölle auf chinesische Güter ab September, die ja zu den Turbulenzen über die letzten Tage geführt hat, nachdem eben die Fed in Aussicht gestellt hat, geldpolitisch weiter expansiv tätig zu werden, sollte es hier zu neuen globalen Eintrübungen kommen. Besonders forciert eben durch den Handelskonflikt. Ja, das war ja dann der Schritt am 1. August, den Trump dort getätigt hat, der allerdings nicht in Abstimmung mit seinem Beraterstab stattgefunden hat, beziehungsweise wo der Beraterstab ihn sogar davon abgeraten hat und Trump eher so aus dem Bauch heraus entschieden hat, intuitiv und davon ausgeht, dass das der richtige Schritt sein soll. Wie auch immer, Fakt ist auf jeden Fall, diese Unstimmigkeiten, die sich hier abzeichnen, sind jederzeit weiterhin eine Gefahr für den Markt. Jeder Tweet ist in der Lage, die Situation massiv zu eskalieren im Zusammenhang mit China und den USA. Und wie gesagt, besonders wenn ich mir jetzt diesen Tweet anschaue, der einzige potenzielle Treiber ist für diesen versöhnlichen Wochenschluss hier, den wir im DAX gesehen haben, also das ist jetzt der 5-Minuten-DAX übrigens, dann muss ich schon sagen, ist das ein relativ dünnes Umfeld und ganz besonders vor dem Hintergrund der gerade geschilderten Widersprüche hier. Wenn ich mir den Zinsmarkt anschaue, wenn ich mir die Performance im Dollar-Yen anschaue, das ist kein wirklich stabiles Indiz hier für jede Rallye oder anders formuliert. Auch wenn ich jetzt nicht hergehen würde und sofort den DAX shorten würde, würde ich dennoch mich sehr, sehr vorsichtig mit Long-Engagements zeigen und gehe nicht davon aus, dass es hier zeitnah zu einem Push nochmal in Richtung der 12.000er-Marke reicht. Also wir gehen vielleicht mal hier auf dieses Level. Ich glaube nicht, dass es hierzu reicht, dass wir nochmal eine nachhaltige Bewegung über die 11.850 sehen, zurück in Richtung 12, sondern gehe kurzfristig eher davon aus, dass die Devise lautet Sell the Bounce. Also das heißt, dass jede Bewegung auf der Oberseite im DAX mit Vorsicht genossen werden sollte, sich eher für Short dann anbietet und dass das Gleiche eben auch gilt eben im Zusammenhang mit Dollar japanischem Yen oder Euro japanischem Yen, die ich eben eher von der Short-Seite traden würde. Die zu traden sind auch in den kommenden Tagen. Ob sich die Situation dann heute darstellt, wie gesagt, vor dem Hintergrund des dünnen Wirtschaftskalenders bleibt abzuwarten, wobei natürlich Wirtschaftszahlen aktuell sowieso keine so große Signifikanz besitzen, sondern ganz klar der Handelskonflikt zwischen den USA und China hier der weitere Treiber bleibt. Und
Wo wir dann eben sind im Equity-Bereich, wie gesagt, wo wir erstmal jetzt auch abwarten wollen, jetzt in einer Minute oder 15, 10, 15 Sekunden geht die Kasse los. Wir warten erstmal ab, wie sich der Markt dann entsprechend darstellt. Aber was natürlich in diesem Umfeld immer ein attraktiver Markt eben ist und was auch aus saisonaler Perspektive ab heute sehr spannend wird, ist natürlich Gold. Und dazu wollen wir mal kurz einen Blick werfen hier auf den Tageschart. Das ist erstmal die technische Konstellation, aber was man hier schon erkennen kann, ist, ich habe einen Daily Range Indikator und ich habe die ATR drunter gelegt. Das ist schon mal überraschend, weil das haben wir die letzten Tage nicht. Und der Grund dafür ist relativ einfach. Wir laufen jetzt nämlich in ein saisonales, interessantes Pattern und ich mache das jetzt mal bewusst hier rot, damit ihr wisst, auf was ich referenziere. Der zweite, darauf gehen wir gleich ein. Das hat technische Gründe, warum das ganz interessant ist. Aber zunächst einmal ist es so, wir laufen jetzt, wie gesagt, in ein saisonal bullisches Pattern. In den letzten 21 Jahren ist es so gewesen, dass in 16 Jahren zwischen dem 12.8. und dem 5.9., also das heißt ab heute Beginn mit dem Schlusskurs, dass eben hier Gold sich bullisch präsentiert hat, im Schnitt 25,09 US-Dollar pro Feinunze angezogen ist, ungehebelt. Und im Schnitt, wenn denn dann gefallen ist, um 12,40 Dollar gefallen ist. Wobei natürlich auch erwähnenswert ist, wichtig, dass der maximale Drawdown, der maximale Rücksetzer bei 44,23 Dollar lag. Besonders vor dem Hintergrund der erhöhten Volatilität jetzt ist das erwähnenswert, weil das dann realistisch auch eine Größenordnung ist, die angelaufen werden kann. Innerhalb kürzester Zeit sogar. Also wir brauchen da vielleicht noch nicht mal einen Tag für. Der maximale Verlust, der in diesem Fenster aufgetreten ist, lag bei 40,68 Dollar. Warum ist das erwähnenswert? Nun, weil das erstmal zeigt, dass trotz dieses stark überdehnten Modus hier aktuell sich Long-Engagements aus zumindest aus dieser Perspektive saisonal anbieten. Und was eben auch interessant ist, selbst wenn wir jetzt sagen, will ich den hier in diesem Bereich wirklich kaufen, am Donnerstag, das ist dann der 15.8., am Donnerstag, da ist ein ähnliches saisonales Muster, welches sich abzeichnet. Ich formuliere es mal um. Es könnte durchaus vielleicht sinnvoll sein, zunächst einmal hier von diesem jetzt rot markierten saisonalen bullischen Pattern abzusehen und stattdessen zu sagen, ich warte bis Donnerstag, bis ich mich in Gold Long positioniere und spekuliere darauf, dass es eben hier zu diesem Rücksetzer in den Bereich eben um 1440, 1450 US-Dollar pro Feinunze tatsächlich kommt. Würde dann allerdings mit ähnlicher Treffer oder nicht ähnlicher Treffer, mit gleicher Trefferquote auf die letzten 21 Jahre ebenfalls in 16% der Fälle und ähnlichem Payoff-Ratio mich dann erst long positionieren. Also tatsächlich ist sogar das Payoff-Ratio ab Donnerstag noch ein bisschen attraktiver, dadurch, dass nämlich der durchschnittliche Gewinn größer ausgefallen ist bei einem ähnlichen durchschnittlichen Verlust. Oder anders formuliert, Payoff-Ratio hier liegt tatsächlich rund 3 Dollar, 3,50 Dollar höher, während eben zeitgleich der durchschnittliche Verlust nur rund 1 Dollar höher liegt. Also dadurch ist das Payoff-Ratio, das Verhältnis durchschnittlicher Gewinn zu durchschnittlichen Verlust nochmal ein Stück weit attraktiver. So, welche Rolle spielt jetzt in dem Zusammenhang hier die Schwankungsbreite, also zum einen dieser Daily Range Indikator hier, beziehungsweise die ATR? Das hat damit zu tun, dass es natürlich immer gilt, sich auch die Frage zu stellen, wie arbeite ich hier mit dem Stop? Und jetzt ist es so, dass eben ich dann sage, ich arbeite beim Aufsetzen eines solchen Trades, arbeite ich eigentlich mit dem maximalen Drawdown. Wobei natürlich jetzt sich dann so ein bisschen die Frage stellt, passt der denn, dieser maximale Drawdown, passt der denn zusammen mit der aktuellen Schwankungsbreite? Also das Marktumfeld, maximaler Drawdown, lässt sich das so miteinander vereinbaren? Und in der Tat ist das so. Wenn wir uns nämlich mal angucken, wir haben hier 44 Dollar und dann gucken wir uns die durchschnittliche Schwankungsbreite an. Die ATR liegt ungefähr bei 21 Dollar für die letzten 14 Tage. Also das heißt, die durchschnittliche Schwankungsbreite, das ist die Average Daily ATR, Average to Range, ja. Average to Range, die durchschnittliche echte Handelsspanne einer Kerze. Hier sind 21 Dollar und dann haben wir eben hier diese Daily True Range, oder nicht Daily Range, True Range nicht, Daily Range, die verläuft für die letzten 20 oder auch für die letzten 10 Tage durchschnittlich ebenfalls in diesem Bereich, zwischen 21 bis 23,50, 24 Dollar ungefähr. Wenn ich die jetzt mit einem Multiplikator von 2 versehe, also ich arbeite ja gerne in dem Zusammenhang dann mit der zweifachen ATR, kann man eben tatsächlich sehen, dass wir tatsächlich auch bei diesem Max DD laufen, ungefähr bei 44 US-Dollar pro Feinunze. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie würde ein Setup aussehen? Das Setup würde so aussehen, dass ich hier den Schlusskurs von heute
oder den Schlusskurs von Donnerstag, je nachdem, für welches Pattern man sich entscheidet und wie man das ins technische Bild setzt, dass man den Schlusskurs von heute dann long handeln würde, Gold, und mit einem Stop arbeitet von $45 rund gesprochen auf der Unterseite. Das heißt also, ich würde dann in dem Fall den Stop 45 US-Dollar pro Feinunze tiefer ansetzen und würde darauf zielen, dass es eben tatsächlich zu dieser Bewegung kommt, dass früher oder später eben neue Hochs markiert werden und dass wir uns nachhaltig über die 1500er Marke eben bewegen. Das, was man jetzt auf das Pattern selbst machen könnte, wäre, dass man sagt, man arbeitet dann mit einem Ziel auf der Oberseite nochmal von $25 höher. Das heißt also, wenn wir jetzt zum Beispiel heute den Schlusskurs sehen bei 1490 US-Dollar pro Feinunze, läge unser Stop bei 1445 und wir würden mit dem Ziel arbeiten bei 1515 ungefähr. Das, was mir dabei nicht gefällt, ist, dass nämlich dieses Umfeld, was ich gerade geschildert habe, natürlich eher für Risk-Off spricht, was positiv für Gold insgesamt ist. Das heißt, anders formuliert, selbst wenn wir jetzt uns relativ stark überdehnt auf der Oberseite darstellen, wäre es dennoch denkbar, dass eben sich diese Aufwärtsbewegung noch um ein Vielfaches länger darstellt. Ich habe tatsächlich sogar ein übergeordnetes Kursziel für Gold zunächst im Bereich um 1700 US-Dollar pro Feinunze. Wie ich darauf komme, das könnten wir die nächsten Tage mal thematisieren. Das ergibt sich aus einer Chartformation, wenn wir uns einen Wochenchart für Gold anschauen. Da gibt es ein steigendes Dreieck und das projizierte Kursziel liegt eben um 1700, 1650 bis 1700. Und wenn man solch ein Kursziel hat, dann macht es natürlich relativ wenig Sinn, wenn ich jetzt hier Gold in dem Bereich kaufen sollte, um sagen wir mal 94, dass ich eben bei 1515 schon Take Profit habe, sondern ich sehe gar nicht weiteres Aufwärtspotenzial. Aber nochmal, ich kann nachvollziehen, dass der eine oder andere vielleicht hier Skepsis zeigt und sagt, will ich wirklich Gold in dem Bereich in so einem überdehnten Modus kaufen? Technisch interessanter und auch Schwungsrisikofällen ist technisch interessanter, ist mit Sicherheit der Bereich um 1440, 1450 US-Dollar pro Feinunze. Ja, das soweit dann erstmal zum Markt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt einige sehr, sehr große Fragezeichen bezüglich des Aufwärtspotenzials. Schaut man sich eben die jüngsten Entwicklungen am Zinsmarkt ganz besonders an. Natürlich ist die Inaussichtstellung eines QE-Programms, so wie von mir thematisiert, etwas, was eben grundsätzlich erstmal positiv für den Aktienbereich wäre und eine scharfe Aufwärtsbewegung rechtfertigen würde. Wobei natürlich gesagt werden muss, das, was derzeit dagegen spricht, gegen die zeitnahe Auflage, ist, wenn ich mir eben die Spekulation der Großen anschaue. Hierzu nochmal kurz hier der Blick auf eben beispielsweise den T-Note Future und den Commitment of Traders Report. Da ist nicht zu sehen, dass solch eine Antizipation der Großspekulanten, der gut informierten Marktteilnehmer stattfindet. Das bedeutet anders formuliert, es sollte eher nochmal zunächst, wie gesagt, US-Dollar Shortage oder diesem Liquidity Drain, so könnte man es auch bezeichnen, kommen, also diesem austrocknenden Liquidität, was eben Risk-Off nochmal schüren würde und was infolgedessen jegliche Aufwärtsbewegung eben in Frage stellt. Anders formuliert, ich kann mir nochmal sehr gut vorstellen, dass ein recht scharfer Abwärtsimpuls über die kommenden Tage kommt, der eben vielleicht sogar den DAX unter 11.000 Punkte drückt. Aber zunächst einmal ist es so, dass wir dünn in die Wirtschaftswoche nicht nur, sondern dünn in die Woche generell starten, auch wirtschaftsdatentechnisch. Das heißt, anders formuliert, vielleicht gilt es hier so ein bisschen auch geduldig zu sein, dass solch ein Impuls tatsächlich kommt. Ich wäre bei Long-Engagements im Aktienbereich, ganz besonders im DAX dann, wenn ich mich dort positioniere, sehr, sehr vorsichtig, favorisiere irgendwie weiterhin die Short-Seite. Nichtsdestotrotz, das könnte auch zunächst einmal noch eine Bewegung auf der Oberseite geben, wobei ich so ein bisschen in Frage stelle, ob wirklich die 12.000 erreicht werden kann. Ja, und damit wäre es das zunächst einmal zum Wochenstart meinerseits gewesen. Wir hören uns wieder morgen. 10, nicht 10, sondern um 8:30 Uhr. 8:30 Uhr zu den täglichen neuen Handelsideen. Gemeinsam mit Tickmill. Und dann bleibt mir zunächst einmal nichts weiter zu sagen als Happy Trading. Passt auf eure Stops auf. Und morgen hören wir uns wieder. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Habt euch wohl, macht's gut, bis dann. Und tschüss.